Jemand irgendwo hat eine Idee, die uns direkt ins Chaos führt. Irgendjemand irgendwo umarmt das Leid wie einen alten Freund. Irgendjemand irgendwo hat letzte Nacht von dir geträumt. Ich bin du und du bist ich und du bist du und ich bin ich. Finsternis und Grau und Licht ist das, was du bist, denn du bist ich. Ist es nicht verblüffend, dass jenen Menschen, die das Feuer der Barmherzigkeit und der Mitmenschlichkeit in sich selbst nicht zu leugnen in der Lage sind, auf dieser Welt statt Liebe und Anerkennung so oft tiefe Ablehnung und Missgunst begegnen? Die Kirche, die Eugen Drewermann von innen mit Worten der Liebe zu berühren gedachte, mochte es nicht ertragen. Ich sah ihn zum ersten Mal in den 80ern in einer Talkshow. Ich war ein junger Punk. Er war eine andere Art Rebell. Seine Waffen waren seine Überzeugung, seine Liebe für Mensch, Tier und Natur, seine Achtung vor der einzelnen Seele. Ihn in seiner Heimatstadt Paderborn zu treffen, ist mir eine ungeheure Ehre. Ich sage ihm, dass er auf meinem persönlichen Weg als Inspirationsquelle in einer Reihe mit Kierkegaard, Papini, Schopenhauer, Gibran und Hesse steht. Die Autoren, die Sie gerade erwähnen, sind für mich selber sehr wichtig. Ohne Kierkegaard hätte ich meine Einstellung zur Botschaft des Neuen Testamentes nicht gefunden, den Begriff des Christlichen nicht so tief empfunden seit Jugendjahren. Und die Kategorie des Einzelnen und die Verknüpfung von Existenzphilosophie und Psychoanalyse nicht gefunden. Ja. Sie haben sicher auch was übrig für Poesie im Sinne Gibrans. Aber ja. Ich glaube, dass man über die Sache Jesu nicht viel anders sprechen kann, als Jesus es selbst getan hat. Nicht in der Weise der Theologen, der Schriftgelehrten seiner Tage, sondern in Form von Erzählungen, als Dichter. Ja. Wobei Dichter jetzt nichts Ästhetisches meint, um den Nobelpreis der Literatur zu erhaschen, sondern um den Menschen aus der Seele zu sprechen. Und so, dass es nicht Gewalt ausübt, sondern einlädt. Mhm. Wenn Sie Theologen an die Bibel heranlassen, wird immer ausgegrenzt zugunsten bestimmter Ritualien, tradierter Positionen, Gesetzesstandpunkte und Dogmen. Es wird immer enger. Wenn Sie dichterisch reden, werfen Sie das Herz über alle Zäune und laden ein. Und das ist das Bemühen Jesu, die Ausgegrenzten durch Verstehen zurückzugewinnen. Das setzt die Sprache der Dichtung voraus und trennt sehr stark von der Art, wie Theologen sonst zu reden pflegen. Ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich lieber über das höchste Gebot, das vornehmste Gebot sprechen würde, als mit Ihnen. Jesus wird in der Bibel, es steht im Markus-Evangelium und im Matthäus-Evangelium, von den religiösen Führern seiner Zeit gefragt, Meister, was ist das höchste Gesetz? Und er sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in dieser Dreifaltigkeit der Liebe seien alle Gesetze und alle Propheten erfüllt. Haben wir da eigentlich den Sinn des Lebens und den Sinn und die Essenz des Christseins in diesem kleinen? Es ist im Grunde eine urjüdische Antwort. Auch die Rabbinen selber hätten in dieser Weise bereits antworten können. Aber die Gestalt Jesu ist es, die in ihrer Menschlichkeit die Dinge zusammenführt. Es ist, wenn diese Antwort gilt, ein für alle Male nicht mehr möglich, Religion und Menschlichkeit voneinander zu trennen. Die Entfaltung der Persönlichkeit des Menschen in Widerspruch zu bringen zu bestimmten Erwartungen, die religiös tradiert oder institutionell verfestigt sind. Man kann, wenn dieser Satz seine Berechtigung bewahrt, von Gott nie anders reden, als dass es Menschen darunter gut tut. Sie bei der Hand nimmt, ihnen Vertrauen schenkt, ihnen Mut macht, sie selber zu werden. Und umgekehrt, wann immer jemand ein Stückchen Liebe einem anderen Menschen schenkt, ist der Gott gegenwärtig. Es gibt ein wunderschönes Beispiel aus dem Jahre 1521. Martin Luther sitzt auf der Wartburg und überlegt, wer die Bibel übersetzt.
Das geht bei ihm in Windeseile, in 6 Wochen ist das Neue Testament übersetzt. Aber er steht im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums vor dem Problem, wie er den Gruß des Engels an ein junges Mädchen in Nazareth übersetzen soll. Alle Katholiken kennen, wie da zu sprechen ist. Sie müssen es 3-mal am Tage beten. Gegrüßet seist du, Maria, du bist voll der Gnade. Es gibt kein Wort für Martin Luther, das so wichtig wäre wie Gnade. Dennoch begreift er, dass an dieser Stelle genau dieses Wort nicht brauchbar ist. Mhm. Im Griechischen heißt es nicht, du bist voll der Gnade, sondern da steht das Partizip passiv eines Wortes, das von Gnade abgeleitet ist. Wie soll man sagen, du bist die Begnadete? Dann könnte man denken, sie ist ein geborenes Genie, das meint der Engel nicht. Oder du bist die Begnadigte, dann wäre sie wie ein Galgenstrick im letzten Moment vor der Todesstrafe noch bewahrt worden. Das meint der Engel auch nicht. 8 Jahre später schreibt Luther, ich hätte sagen sollen, so spricht der Engel, es grüßt dich Gott, du liebe Maria. Das Wort Gnade ist heute außerhalb der 4 Wände einer Kirche nicht mehr zu gebrauchen. Und es verrät im Geschichtsunterricht den Schulkindern etwas ganz anderes. Da träufelt es vom Himmel auf den Thron der Mächtigen herab, auf die Untertanen. Es ist demütigend, von Gnade zu reden. Man will Rechte fordern, seit der Französischen Revolution. Ja. Luther meint mit der Übersetzung, du liebe Maria, dass wenn irgendein Junge in Magdeburg, in Wittenberg, in Erfurt sein Mädchen anredet mit Worten der Liebe, in ihm selber ein Engel vom Himmel kommt, um in das Leben des anderen hineinzutreten. Was immer Gott zu sagen hat, werden Worte der Liebe sein. Und umgekehrt, wo Worte der Liebe in das Herz eines anderen Menschen sich senken, ist die Sprache der Engel gegenwärtig. Das ist der Inhalt. Es ist zwischen oben und unten nicht mehr zu trennen. Zwischen Gottes Wirklichkeit und der Menschlichkeit der Widerspruch weg. Und genau das betont Jesus an der Stelle, wo er gefragt wird nach dem Hauptgebot. Eine der Erklärungen im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das ist ein Kampfgleichnis gegen die Selbstherrlichkeit und Selbstgewissheit des Klerus, der Sadduzäer in Israel, aber auch gegen die Routine, mit der die Schriftgelehrten üblicherweise, selbst wenn es wortgleich ist, wie Jesus es auch sagt, die Bibel für sich zu nutzen, wissen. Hebelt er das Gesetz, das die religiösen Führer seiner Zeit kennen und achten, aus? Oder ergänzt er es oder komplettiert er es? Augustinus hat mal das eigentlich so gebündelt und nochmal gesagt, liebe Gott und dann tu, was du willst. Das stimmt. Aber nehmen Sie die Erzählung vom sogenannten barmherzigen Samariter. Man missversteht sie, weil auch der Samariter für uns heute in die Floskel eingegangen ist von einem ganz guten Menschen, vielleicht assoziiert mit dem Samariter-Hilfsbund. In Wirklichkeit ist ein Samariter in den Tagen Jesu in Judäa eine Kampfvokabel, so schlimm wie für uns Anarchisten, Angehörige der Linkspartei, Kommunisten. Das ist etwas, gegen das man sein muss, wenn man ein anständiger, orthodoxer Jude ist. Seit über einem halben Jahrtausend werden die Samariter daran gehindert, den Tempel in Jerusalem zu besuchen, und sie wollen es auch nicht mehr. Die Frage, wo ist Gott gegenwärtig, wird in samaritanischen Augen nicht damit beantwortet, Gott sei das Eigentum im Priesterheiligtum von Jerusalem. Genauso einen Burschen, der die jüdische Tradition seit einem halben Jahrtausend verleugnet, bemüht Jesus auf die Bühne seines Gleichnisses, und der Kontrast ist absolut. Da liegt jemand am Straßenrande schwer verletzt und vorbei kommt ein Priester. Wann immer wir fragen, wie soll man das Gebot der Liebe interpretieren, was verstehst du unter Gott, werden die Theologen kommen und sagen, das ist eine so komplexe, aber auch wichtige Frage, dass du, ein ungebildeter Christ, dir gar nicht vermessentlich zutrauen darfst, sie zu beantworten. Es gibt die Experten, die haben studiert jahrelang, auf Kirchensteuermittel im Übrigen, an die musst du dich halten. Die wissen es, fragt die Priester. In den Tagen Jesu nicht anders. Fragt man die Priester, werden sie sagen, Gott wohnt bei uns im Tempel und wir mit unseren Riten rufen ihn gegenwärtig und wir wissen die richtigen Formen zu sagen.
die glaubwürdigen Vermittlungsdienste zu leisten, dass der Ewige sich erbarmt mit den Sünden der Menschen. Da erzeigt er seine Liebe, vermittelt durch uns. Genau dieser Priester geht vorbei an dem Schwerverletzten. Man kann sicher sein, am Abend werden die Jünger Jesus gefragt haben: Was machst du da? Es gibt doch auch gute Priester, sie sind nicht alle so. Und Jesus wird gesagt haben, es liegt auch nicht an den Priestern, die nicht alle so sind, es liegt am Priesterstand. Der schiebt sich mit lauter Angst und Misstrauen zwischen den Himmel und der Erde, zwischen den Menschen und Gott und macht immer wieder das Erbarmen Gottes abhängig von Vorleistungen, von Opfern, die zu erbringen sind, von der Außenlenkung des Priesterwissens. Und immer haben die Menschen statt Vertrauen Furcht vor Gott. Solange sich das nicht ändert, kann man ein kindliches Verhältnis zu Gott nicht gewinnen, kann man unter dem Himmel nicht ganz werden als Mensch, sondern bleibt immer zersplittert an all den Rändern der Furcht, die man in die Seele der Menschen hineingelegt hat. Schlimmer noch, der Priester darf im Grunde nicht zu dem Schwerverletzten gehen. Er muss koscher bleiben, um seinen Dienst im Tempel zu verrichten. Er hat einen Gott im Kopf, der ihn hindert, menschlich zu sein. Das heißt, die Gesetze verhindern, dass die Liebe sich überhaupt Bahn brechen und überhaupt geboren werden darf im Herzen. Der Priester würde einen Kultbruch begehen. Er würde sich unrein machen vor Gott, wenn er einen Toten berühren würde oder sich mit Menschenblut besudeln würde. Mhm. Das steht ihm nicht zu. Um seinen Ritualdienst pünktlich und getreu und dienstbeflissen halten zu können, hat er nicht die Erlaubnis, buchstäblich vom Wege abzuweichen. Das ist der Grund, weswegen er daran vorbeigeht. Was Jesus möchte, ist mit dem Beispiel des Samariters, dass es absolut denkbar ist, jemand kommt und trägt Gott nicht wie ein Brett vor dem Kopf oder vor seinem Herzen durch die Welt, sondern folgt dem, was Mitleid ihm selber gebietet. Und dann ist seine Menschlichkeit ein sicherer Ort, Gott zu finden. Du fragst, wo wohnt Gott? Nicht im Tempel. Nicht in irgendeinem Kultdienst und Ort, sondern da, wo ein Mensch sich getraut, mit Mitleid in das Leid eines anderen hineinzugehen. Ja. So eng ist für Jesus Menschlichkeit und Frömmigkeit ein und dieselbe Haltung. Und wir müssen jetzt nur hinzufügen, es klingt so einfach, folge deinem Herzen, folge deinem Mitleid. Was wir vor uns haben, ist, dass eine ganze Frömmigkeitsgeschichte, die objektiviert war, die verpflichtend gemacht wurde, wir könnten psychoanalytisch sagen, die im Über-Ich verfestigt wurde, sein fertiger Auskunftsapparat, wie man richtig zu sein hat, außer Kraft gesetzt werden muss, um dem eigenen Gefühl dessen, was richtig ist, zu folgen. Mhm. Wir haben plötzlich eine andere Persönlichkeitsstruktur vor uns. Jemand lebt nicht mehr in verinnerlichter Gewalt, von oben nach unten diktiert, aus der Vergangenheit und verpasst dadurch die Wirklichkeit heute, sondern er getraut sich, aus seiner Persönlichkeitsmitte zu leben. Er hat den Mut, gehorsam zu sein, dem Gott, der in seinem eigenen Herzen redet. Er vernimmt Gott nicht in der Obrigkeit draußen, sondern getraut sich, mündig zu sein in seinem eigenen Leben. Nur so kommt man dahin, eine autonome Persönlichkeit vor sich zu finden. Dazu habe ich eine Frage, weil diese Dreifaltigkeit der Liebe, ich glaube, also nach meiner bisherigen Lebenserfahrung scheint es so zu sein, dass diese drei Punkte dieses vornehmsten Gebots, also liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dieses dich selbst wird auch oft in Predigten dann verschwiegen, das ist dann immer liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ich habe gelernt auf meinem Weg, dass diese Selbstliebe ein ganz entscheidender Faktor auch ist, um überhaupt Liebe weitergeben zu können. Ist es nun auch nach Ihrer Auffassung so, dass diese Teile ineinander verzahnt und verwoben sind, dass eigentlich die Selbstliebe gar nicht möglich sein kann, ohne sich in etwas Großem, ob wir es Gott nennen oder Schöpfungskraft oder wie auch immer man es nennen würde, in diesem Großen geborgen zu sein? Ist das die Voraussetzung, um überhaupt an diesen Punkt im eigenen Herzen kommen zu können, der uns erlaubt, mitzuleiden, mitzufühlen, zu lieben? Man hört aus der Selbstliebe fast immer das Gegenteil der Nächstenliebe und der Gottesliebe gemacht. Und damit den alten Zwang im Grunde ideologisiert. Die einfachste Übersetzung der Stelle wäre, liebe Gott so, dass du darunter selbst wirst und dich getraust, im Zugehen auf Gott, dich selber zu riskieren.
Das ist in diesem Fall identisch damit, ein Einzelner zu werden. Es ist so furchtbar einfach, in der Gruppe zu bleiben, in der man groß geworden ist. Dann weiß man eigentlich schon alles über Gott, denn die Kirche oder die Bezugsgruppe hat es ja gelehrt. Und man muss nur im Allgemeinen sich verhocken. Man darf keine Ausnahme bilden. Wenn man so bleibt, wie alle anderen sind, kann man nichts falsch machen. Mhm. Die Person Jesu zeigt genau das Gegenteil. Er macht in gewissem Sinne alles anders. Einfach, weil er aus der Mitte seiner Person lebt und nicht zuerst vom Ritualdienst, von den Institutionen her und aus der Tradition. Er wagt es kreativ, auf die Not anderer Menschen zu antworten, denen er begegnet. Und dann muss er Ausnahmen machen dürfen, dann muss er Freiheit haben, darauf zuzugehen. Das geht nur mit einer starken inneren Persönlichkeit, mit einem Selbst, das sich gefunden hat, in Gott. Entscheidend ist dabei, dass man einen Bezugspunkt des Vertrauens hat, der sich unterscheidet von der Angst vor den anderen. Das Kollektiv-Ich, verinnerlicht als Über-Ich, wird nie wagen, eine Ausnahme zu bilden. Es kann ruhig der Einzelne wissen, was richtig oder falsch wäre. Er wird aus lauter Angst sich zurückducken in das, was immer schon gesagt wurde, in das, was alle anderen auch tun würden. Er ist gewissermaßen ein geborener Uniformträger. Er darf als Individuum überhaupt nicht in Erscheinung treten. Aber das ist gemeint mit dem Begriff des Selbst. Und jetzt muss man hinzufügen, man wird vor allem seelisch die Not eines anderen Menschen nur so weit begleiten, verstehen, womöglich heilen können, wie man in der persönlichen Entwicklung selber gekommen ist. Mhm. Sonst werden die eigenen, auch moralischen und religiösen, dogmatischen, gesellschaftlichen, ästhetischen, alle denkbaren Vorurteile sofort die Zäsur bilden, an der ich beginne, den anderen abzulehnen, weil er nicht gut genug ist, nicht anständig genug, nicht schön genug, nicht stolz genug, nicht reich genug. Ich werde immer Gründe haben, mich vor ihm zu schützen. Nur ein Selbst, das wirklich frei ist, kann offen genug sein, um auf die anderen so zuzugehen, dass die sich nicht zurückgestoßen, sondern, wie Jesus es wollte, eingeladen fühlen können. Insofern ist das Vertrauen auf Gott der Hintergrund für die ganze Art, um Jesus zu verstehen. Und diese Angst, von der Sie sprachen, ist das nicht am Ende auch immer eine Angst, das eigene Scheitern zu akzeptieren? Also des einzelnen Menschen, der wie getrieben eigentlich auf dieser Bahn sein muss, in dieser Angst nicht selbst sein zu dürfen. Geht das nur über die Erkenntnis des eigenen Scheiterns und gleichzeitig des eigenen Wunderbarseins? Das sind vielleicht jetzt zwei Ebenen, auf denen man Scheitern definieren kann. Zum einen ist die Furcht der allermeisten darin gegeben, dass sie beruflich auf dem Leistungssektor, in der Anerkennung der anderen, mit der Reputation der Gesellschaft in Schwierigkeiten kommen könnten. Am Beispiel Jesu sieht man, dass man äußerlich betrachtet vollkommen scheitern kann. Man weiß nicht, wie lange Jesus öffentlich gewirkt hat. 1,5 Jahre, 2 Jahre, viel länger sicher nicht. Und was er äußerlich damit erreicht hat, ist, dass man ihn als Schwerverbrecher hinrichtet. Mit theologischen Gründen. Er hat zwar Menschen geheilt, aber das geschah im Namen der Obersten, der Teufel. Er hat ja gegen das sadduzäische Priestertum, gegen die offizielle Bibelauslegung der Schriftgelehrten opponiert. Er ist aufgestanden gegen Moses, indem er einen Gott schilderte, der nicht als Erste straft, sondern vergibt. Er hat damit die Gesetze nicht so genau gehalten, wie es eigentlich sein sollte. Er hat gewagt, immer wieder Ausnahmen zu bilden. Das alles kann nicht von Gott sein, das widerspricht aller ordentlichen Überlieferung. Und dafür wird Jesus als ein Falschprophet, als ein Lügner, als ein Verräter Gottes ans Kreuz geschlagen. Schlimmer kann man äußerlich nicht scheitern. Ja. Man sollte denken, wer ein solches Schicksal vor sich hat, wird schaudern zurückweichen und wieder in den Schoß der Gesellschaft zurückkriechen mögen. Jesus tut das nicht. Und das kann lehren, dass man äußerlich komplett scheitert, um innerlich sich treu zu bleiben und die Sache Gottes, die man vernommen hat, weiterzugeben. Ja. Die Sache Gottes erblicke ich eigentlich in der Berufungsszene Jesu. Das älteste Evangelium nach Markus hat nicht, wie Matthäus und Lukas, eine längere Vorgeschichte über vermeintlich die Kindheit, sondern es beginnt gleich mit dem Eigentlichen. Jesus lässt sich taufen am Jordan
Und mitten in diesem Bußritual, das Johannes der Täufer verwendet, um auch Angst vor der Strafgewalt Gottes zu machen, öffnet sich vor Jesu Augen der Himmel. Und eine Stimme kommt herab, die ihm sagt, du bist doch mein geliebter Sohn. Im ganzen Neuen Testament wird Jesus kaum etwas anderes tun, als diese Erfahrung weiterzugeben. Gott verurteilt nicht. Gott betrachtet euch als seine Kinder. Er wird nie aufhören, euch lieb zu haben. Es gibt den Sperrriegel nicht zwischen Himmel und Erde, der künstlich errichtet wird. Genau wie ich es erlebt habe, könnt ihr Gott sehen, offen und zugewandt. Mhm. Und so weit, wie das die Wolken über den Himmel ziehen, es gibt dafür keine Zäune, wo ihr einteilen könntet. Hier sind die Richtigen und da sind die Bösen, hier stehen die Gesetzestreuen, wir natürlich, aber da sind Zöllner und Bettler und Huren und Pfui. Hier sind wir die richtigen Juden, aber da sind die Samaritaner und die Römer und die Griechen. Nur wir und ganz eng vertreten Gott. Genau das ist falsch. Gott ist bei allen Menschen oder wir hätten ihn nicht wirklich begriffen. Ja. Als den Vater, den Schöpfer, den Grundgütigen. So erlebt Gott sich selber in der Person Jesu und so gibt Jesus ihn weiter. Das ist eine Liebe, die Menschlichkeit wie von alleine erzeugt, die den Mut macht, richtig zu leben, dann kann es sein, dass der Zweifel zurückkehrt auf der anderen Ebene. Könnte ich nicht auch seelisch mich vollkommen vertun? Kann ich nicht vielleicht etwas unternehmen, das mich am Ende überfordert? Mhm. Diese Warnungen kennt Jesus offenbar selber. Es kann einem gehen, wie jemand, der einen großen Turm bauen wollte, und dann stellt er fest, er sitzt so in den roten Zahlen, dass er die Sache nicht mehr finanzieren und das Bauprojekt abblasen muss. Dann sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist das nicht so. Ihr könnt keine halben Dinge machen. Mhm. Ihr könnt nicht anfangen zu flügen und dann die ganze Furche verwackeln, weil ihr dauernd nach hinten schaut. Nur geradeaus geht's. Und in ganzer Entschlossenheit geht's. Es gibt den Einwand, ich könnte seelisch scheitern, für Jesus also nicht. Da gibt es eine Evidenz des offenen Himmels, die man nicht mehr verstellen kann. Weder durch Tränen, die die Augen verdunkeln, noch durch Umstände, in denen die Wolken sich vor die Sonne stellen und ganz bestimmt nicht in dem Schatten, den andere Menschen, die nur groß tun, über das eigene Leben werfen könnten. Man hat einmal klar gesehen und das ist nicht mehr wegzunehmen aus der Seele.